Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Diesmal mit MTB Crafter. Hallo. Und Jack Chris. Einen schönen guten Tag. Und wir fahren heute nach Userwunsch Sturer Emil, Dicker Max und ja, das Deck drumherum. Wir haben eben schon mal versucht aufzunehmen. Es ist meine Lieblingsboss Map Aschefluss geworden. Ich wurde direkt von Arti gekillt. Das war quasi das Ende vom Lied. ja, hoffen wir, dass es jetzt gut läuft. Damit meine Frustration nicht heute noch mehr steigt. Es ist Sonntag, ich will mich heute eigentlich entspannen. Spiele ich die falsche Nation oder das falsche Spiel eher gesagt, glaube ich. Warst du spielst das beste Spiel aller Zeiten? Ja, das stimmt, aber nicht zum Entspannen. ja, wo wollt ihr euch hinstellen? Ich würde sagen, so irgendwo da in oben. Die Richtung da hinten, ja. Oh, ob wir das schaffen? War ja fast wie abgesprochen. Du meinst da? Ja, so da, die Gegend, ja. Also da, ne? Hier? Oh ne, dann nicht. Eher da. Also wenn du schaffst, dich da hinzustellen. Ich mach's da, ja. Okay, jetzt nicht. Sehr gut. Ja Leute, wir sind wieder unterwegs im Chaos-Quad, heißt das wird einfach super. Leute, falls jemand von euch Bock hat, ein Logo zu machen für das Chaos-Quad, wäre ich voll dabei. Dann würde ich die Folgen, die da mitgefahren werden, quasi extra markieren mit dem Logo. Wir kriegen doch direkt von links aufs Maul. Ja, ich werde jetzt schon beschossen. Nein, nein, nein. Es fühlt sich nur so an, das ist aber nicht so. Ach so. Du weißt doch, nicht hingucken, da ist da auch nichts. Ach so, okay. Ich guck nicht hin. Das funktioniert immer. Oh, Jan hat schon Spaß. Ich mag diese Sturen-E-Mail-Gedöns hier. Ich hatte viel Spaß beim Ausbauen damit, ja. Ja, du bist ausgebaut, ich nicht. Lass mich durch. Mach Platz. Ja. Fette Sau. Nö, ich stell mich jetzt hier hin. Wenn du jetzt stirbst, ne? Ja, also, du bist auf diese Position geschossen, ne? Nur so als Tipp. Welcher war, den du gekillt hast hier? Nee, kann dem bleib ich stehen, D. Ich fahr weiter. Den ich gekillt hab, der war im B. Also, meine Taktik hat richtig gut funktioniert. Hinsehen? Ja. Spielt eigentlich bei uns. Okay, Amerika nur, okay. Interessantes Matchmaking. Ja, finde ich auch. Verdammt. Ja gut, Panzerung hat er halt so gut wie gar nicht. Also mehr als man denkt, aber nicht genug. Aber die Pression ist so schön. Ja, ich merk's grad. Ja, minus 15 geht schon gut ab. Ja. Au. Bis gleich, wie weit ist das? 500. Warte mal, da oben ist eine 3. Oh, wow. Der ist extrem gefährlich. Ich bin am Rohr von einem, ich schätze mal, KV-85 abgeprallt, ohne das Rohr auch nur einzufärben. Da ist nie das 1. Ja, ich weiß. Oh, okay, der R3 kommt auch. Wo ist der R3? Vielleicht um uns herum. Hier. Ich brenne, ich kann ihn nicht beschießen. Alter. Dort. Ja, gut, ne? Ich jag ihn mal. Der kommt jetzt direkt auf mich zu. Der hat gerade den Schuss irgendwie. Ist er durchgeflogen? Ach Mann! Ja, super. Jetzt wollte ich dir gerade helfen und geh drauf. Ja, ich bin auch drauf gegangen. Ja, das ist doch typisch. Helft niemals Teammates. Ja, der hätte dich wahrscheinlich trotzdem rausgenommen. Ne, ich wurde halt von hinten jetzt zerschossen. Hm. Ja, komm, mach mal dicker Max. Weiß nicht, Sturer Emil bin ich nie so mit warm geworden. Du bist einfach zu träge, wenn du unausgebaut bist. Wenigstens haben sie schicke Tarnungen. Siehst du irgendwas? Nö, ich warte nur auf dich. Ah, ist aber lieb von dir. Ja, ich bin unausgebaut. Also selbst wenn du jetzt Gas gibst, bist du direkt wieder weiter weg. Das stimmt, ja. Mach's gut. Irgendwie klingen diese großen deutschen Kanonen ziemlich lächerlich. Oh Mann. Also ich stelle mich da jetzt nicht nochmal hin. Unser Team hat komplett die Mitte verloren. Bringt nichts, wenn wir alle um Arm rumstehen. Ja. Wir pennerten die Möhre. Naja, geht so. Machen auf die ausgewiesenen Koordinaten!
aber halt frontal, also offensiv mit dem Ding spielen ist halt auch nicht das Schlauste. Wenn man mit einem Schwellkopf offensiv spielen kann, dann kannst du das mit dem Ding auch. Der Schwellkopf hat aber einen Turm. Zerstör nicht meine Träume. Ich glaube, David hat mit dem Ding, das läuft echt gut für ihn. Ja. Der hat aber auch drauf geschissen, als du gestorben bist. Nee, ich habe mich umgedreht, aber ich wollte nicht auf den Berg hoch, weil ich wusste, dass ich dann von hinten beschissen werden kann. Beschissen? Ja, genau. So. Okay, ganz hinten fährt hier irgendwas Schnelles lang. Wo? Ja, jetzt halt so hier hinten. Ich habe eben die Gleiskette genommen. Ja, gut. Das war's mit schnell, mein Freund. Muss ich dich nur sehen, weil du bist hinter einem Wagen für mich. Wenn du ihn mit dem gelben Pfeil markierst, kann ich mir auch angucken. Ja, das kann ich nicht, weil er für mich hinter einem Waggon steht. Ja, dann markier den Waggon. Okay. Okay, gerade Linie von dir durch wahrscheinlich. Das? Ja, genau. Krieg den Rohr hoch. Tja, Panzer 4 müsste man sein. Okay, T34. War das der außen steht wahrscheinlich? Der draußen steht da, ja. Ich habe ihn mit dem Fahrrad genommen. Es liegt da ein Baum im Weg, ne? Das ist ja wohl. Ah, jetzt hat er mir die Kanone genommen. Komm schon, Ihr habt Spaß, ich merke schon. Ich will auch Spaß. Kannst du ihn nochmal markieren? Nein, ich muss in Sicherheit fahren. Da ist noch ein T34, Achtung. Also, fährt der rein oder steht der da? David, steht der da? Der steht hier, ja. Also ich könnte jetzt drauf schießen, soll ich? Ja, dann schieß. Ich habe keine Einsicht auf irgendwelche Gegner. Okay, jetzt ist er gerade losgefahren. Er fährt... Nee, da nicht. Er fährt jetzt hier zu B, also... Ey! Da. Panzer 4. Kumpel. Alter! Teammates. Blinde Teammates. Joa, Voll Leute gemacht. Super. Warum schlagt ihr mir sowas vor? Ah, Gott. Das ganze 4-7er Deck der Deutschen, muss ich zu meiner Schande gestehen, da bin ich nie gefahren. Ich merke gerade auch, der Panzer 4, der Jagdpanzer 4 ist Stock. Verdammt, ich habe nur noch 5 Schuss. Halt die Klappe. Au. Au, au, au. Kriegst du endlich mal was ab? Ja. Ich krieg schon die ganze Zeit was ab. Ja, offensichtlich nicht genug. Da ist ein Gegner. Tja, Leute, da seht ihr einen Fehler, den ich gemacht habe. Rusht nicht zu sehr durchs Mitt hier. Ich bin direkt zum 470, hab den Jagdpanzer 4 links liegen gelassen und jetzt habe ich den Salat. Aber es ist eigentlich genau dasselbe Ding, nur mit einer schwächeren Kanone. Obwohl der 470 halt ein echt guter Panzer ist. Der 470 ist genial. Panther-Kanone auf dem Battle-Rating. Die Mobilität von dem Ding ist auch geil. Geil, Alter, Digga. Wow. Bro. Lebt der ganz außen eigentlich noch? Ja. Kannst du nochmal markieren mit dem gelben Pfeil? Ich weiß jetzt nicht, wo er ist. Der war halt ganz außen hinten durch. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, weil ich muss mich auch, ein bisschen um links kümmern. Wenn die dort. Sehen auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob er weitergefahren ist. Also ich hatte ihn einmal den Fahrer gezogen und einmal die Kette. Ach verdammt, jetzt komme ich hier wieder nicht durch, oder was? Komm, lass mich stark genug sein, ihn aus dem Weg zu schieben. Ja. Lastgang!
Da ist eine russische Flak. Milchtruck. Oh ja, ja, ich kann sie glaube ich sehen. 10 Minuten und nur einen Kill. Weiter links, genau, habe ich gesehen, ja. Aber ich kann halt irgendwie gerade nicht drauf schießen. Ich kann gleich schießen. Au, ich kann nicht mehr schießen. Nachdem man mit meinem Verschluss kaputt geht. Verdammt. Wie viel Pen hat diese Roadster, Dragster-Flak der Russen, die hier hinten höher ist? Ahnung. Weiß ich nicht. Was zwischen 40 und 70, würde ich sagen. Da ist steht das. Kommt der? Pusht der? Ne, er steht noch da. Der schießt die ganze Zeit auf mich hier. Hallo, du seltenes Ding. Hey, jetzt krieg ich mal Kills. Ja. Ich bleib mal hier stehen. Vielleicht fährt noch was durch. Will doch sicher noch jemand Captain fahren. Och man, ist mein Verschluss schon wieder kaputt. Also es sind zwei, verdammt nicht da. Da stehen zwei. Was ist die Markierung vor mir? Da. Okay, danke, du hast mir gerade kurz einen Herzinfarkt verursacht. Ja, ich hab den Berg vor mir markiert und nicht die Gegner. Okay, einer ist weg. Ja, einer ist weg, genau. Also ich glaube, das waren zwei. Ich bin mir nicht sicher. Ja, da sind noch zwei Markierungen. Also mittlerweile spottet hier man mal wieder richtig gescheit mit Bomben und MGs. Okay, zweiter weg. Außen auf der Seestraße fährt was. Da habe ich überhaupt keinen Einblick. Nee, ich auch nicht. Okay, da steht noch was, Achtung. Wo ist da? Da, wo die gerade gestorben sind, die beiden. Okay. Ja. Ah ja, ich sehe ihn. Oh wow, Hitbox. Hitbox, du bist mein bester Freund. Ja, ich bin gerade an der Fahrerluke von einem Wrack hängen geblieben. So, Ladeschütze. Au! Kannst du mal okay, ich glaube, ich weiß, wo er ist. Ist er da? Nee. Okay, der ist irgendwas nach B gefahren. Das? Oh ja. Ach, verdammt! Wo war der denn? Oh wow, hat mich komplett flankiert. Okay, der B ist tot. Komm mal mit dem Puma, versuch mal schnell zu B zu fahren. Da ist immer noch was. Da sind zwei. Ja, das eine ist der Schwede und das andere war der, glaube ich, der T-34-57. Da ist noch ein T-34. Aber ist, glaube ich, kein T-57. Habt ihr B im Blick, sodass es nicht gecapped werden kann? Ich nicht, nee. Geht. Ich guck die ganze Zeit auf den Spot da. Ja, ich bin gerade überlegen, wie ich da am besten ranfahre. Man ist halt leider von der Seite echt limitiert. Ja. Keine Muni mehr. Hab mich komplett leer geschossen. Das ist mir auch noch nie passiert. In dem Ding. Hast du ja ein Cap bei dir ums Eck? Ja, genau. Ach komm. Danke. Ja, der ist leider, hätte leider erst rausfahren sollen, bevor er auf dich schießt. Ja, ich hab ihn leider blöd erwischt. Der hat doch gerade diesen Slope vorne. Ja. Hier, Gegner. Okay. Da hinten. T-34, 57, glaube ich. Oh ja, ich sehe es, er ist ziemlich eingebuscht. Sag mal, gegnerische Flugzeuge haben wir noch gar nicht gesehen, die Runde, oder? T-34 raus. Sehr schön, danke. Oh, da ist noch einer. Ich kann nicht schießen. Also nein, ich hab nicht viele Flugzeuge gesehen, nein. Ich auch nicht, nein. Nur von uns, wenn dann. Du meinst die beiden Kamikaze? Verdammt, ich glaube der T-57 ist jetzt in B, ich konnte ihn nicht beschießen. Erstmal Arti auf B, aber ich habe wenig Hoffnung.
Die Runde zieht sich ganz schön hin. Ja. Tatsächlich, ja. Das ist wahr. Hey, wir sind auch wieder beste Staffel. Wir haben gerade einen beste Staffel-Wettansatz im Laufen, Leute. Aber ich glaube alle, oder? Ja, ja, alle. B ist wieder frei, aber leider hat er es schon gekappt. Ja, ich dann, jetzt... dann pushe ich jetzt. Nein, warte, ich pushe. Ich bin näher dran. Und auch gleich leer geschossen. Oh, ein Flugzeug, aber leider von uns. Und mein Geschützverschluss ist raus. Geronimo. Scheinen Gegner zu ja, sein. Da sind oh, einige. Und ganz viele, ja. Der Typ mit seinem Panzer 4 schon wieder. Und hier vorne kommt jetzt auch einer. Ich habe gerade eine Asu nicht gekillt. Ich habe der vorne komplett reingeschossen. Warte. Hier ist überlebt. Was? Also. Direkt vorne um die Ecke, ja. Ja, T-34. Und da ist noch eine Asu. Soll ich bomben oder lieber mit dem Panzer kommen? Ah, nee, die Runde ist Asu eh durch. Ist jetzt tot. Ich habe sie nicht mal getroffen. Also, bei mir in der Gegend sind noch Gegner? Da. T-34. Ah, ich sehe. Warte, den müsste ich so, eigentlich was killen ich können. Denn ja, ne? Ich bin auch ganz erstaunt davon, dass du noch lebst. Also, wie machst du das? Hast du irgendwie Gaijin heute was geopfert? Nein, schon extrem lange nicht mehr. Das ist, glaube ich, der Vorteil. Wir sollten auch aufhören, Gaijin Sachen zu geben. Yeah. Ich habe so viele Schüsse gebounced und mein Verschluss ist halt die ganze Zeit kaputt. Habt ihr einen Bombenziel? Ich habe hier einen T-34. Aber der ist jetzt wahrscheinlich... Aber ich weiß nicht, ob ich ihn legen kann. Doch, ich glaube schon. War es ja eh vorbei. Komm, bombe ich dich direkt mit. Nein! Eigentlich so fies zu mir. So, aber das versuchen wir bitte direkt nochmal. Ich will mit dem Ding jetzt einen Kill machen. Ja, ihr seht's, Leute, also. Das ist echt peinlich. Ey. Lohnt sich die neue Muni beim Sturm Emil oder soll man erstmal mit der Standard bleiben? Moment, ich guck kurz, aber ich hab die neue. Also, sie hat definitiv bessere Pen-Werte, aber braucht man sie essentiell oder lieber erstmal was anderes? Also ich schieße mit der Panzergranate 43. Ja, ich auch. Dann nehme ich sie mal mit. Als, keine Ahnung. Ich finde die echt gut. Ja. Ich bin generell mit der 12.8er noch nie warm geworden. Ich mag sie auch auf der Maus nicht. Oder im Jagdtiger. Also ich weiß nicht, die bounced mir viel zu oft. Ja, ich bin mit dem Ding eigentlich auch nie wirklich zurechtgekommen, aber heute läuft's irgendwie. Ja gut, der Stura Emil hat halt den Vorteil, auf 4-7 mit dieser Kanone rumzufahren. Du brauchst halt eine gute Position. Wenn der Gegner vor die Flinte fährt, ist er Matsch. Ja. Die sehen auch cool aus, die Dinger. Nur, ich will Panzerung. Und ich will schnell sein. Und ich will für das den größere Maps. Ja, boah, ey, das ist schon wieder so eine Map, wo du eigentlich mit dem Ding nicht gut reißen kannst. Also mein Instinkt würde mir jetzt sagen, zu C zu fahren wie immer, aber das ist mit dem Ding, glaube ich, furchtbar. Ich glaube, halt A ist eher die Devise, oder? A ist auch, ja. Für A sind wir, glaube ich, zu langsam. Ja, was willst du denn sonst machen? Ich würde nach C fahren. Aber dann nicht nach C fahren, sondern halt, ne. Außen. Ja. Also C. Ja, hey, wir sind Top-Tier. Das muss ja jetzt gut werden. War die erste Runde auch. Also so schlecht war die erste Runde jetzt nicht, das stimmt. Sogar der dicke Max hat ja geliefert hinterher, also. Ich glaube, David spricht von der Runde, die Zuschauer nie sehen werden. Ach, ja, da, genau. Wo er 8 Kills gemacht hat, ah. Ja. Du hast mich quasi geopfert, jetzt versteh ich's. Warte, was hab ich? Du hast mich derartig geopfert und hast damit deine Kills finanziert. Ja. Ja, wie man das halt so macht, ne? Sag mal, bist du noch weniger ausgebaut als ich? Kann also sein, ja. Ja, eine Runde eben wird ja doch fast durch sein, oder? Ja, eben. Nö. Also. Ja, ich bin gerade schlecht gefahren. Schlechterer Crew-Fahrer-Gedöns. Ja, ich habe mein Lenkrad nicht angeschlossen, deshalb fahre ich gerade nicht so gut. Ja. Ja. David spielt Panzerspiele mit Lenkrad. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und auch aus der Fahrerperspektive. Oh Mann. An der Perspektive war ich schon ewig nicht mehr. Ja, nichts kommt jetzt zugebuscht von mir. Ich sehe gar nichts. Guck mal, da freut sich einer. Sturre.
Ja, ich werde aber jetzt auch nicht viel weiterfahren, erstmal. Jetzt stellst du dich direkt vor mich, du Eimer. Ich hab mich nach hinten geguckt. Ich will dich doch nur schützen. Ich merk das schon. Jetzt stell ich mich wieder weiter außen hin, bin das First Target. Ich stell mich jetzt so hinter dich, ne? Wenn du an mir vorbeischießen kannst, ist das doch gut. Geben sie wieder an, die Leute, die ausgebaut sind. Ja, die Leute, die sich die Mühe machen, die Fahrzeuge auch mal zu spielen und auszubauen, nicht durchzuwaschen. Also ich glaube, Lukas, du bist kaum der Erste, der stirbt. Ne, wir sollten auch gleich gucken. Sehr gut. Ein bisschen nach rechts gucken. Ja, ich glaube, die Action geht weiter rechts ab. Ja. Ah. Naja. Oh, jetzt häng ich hier einen Baumstamm fest. Komm, wir gehen jetzt C, Captain. Das ist der Plan. Eigentlich würde ich mich ja sowas, würde ich jetzt sowas machen wie der Panzer 4 da vorne. Also einer die Cap C und zwei warten da vorne irgendwie, damit der Gegner an ihm vorbeifährt. Das wäre auch, glaube ich, das Schlauste. Ja, also Jan, du hast dich ja gerade freiwillig gemeldet. Ja, ich mach mal den Läufer hier. Du bist eh der Schnellste von uns. Deswegen. Wobei man sagen muss, so langsam ist das Ding gar nicht, also für das, was es ist. Nö, das geht schon. Es gibt Schlimmeres. Ist jetzt nicht super schnell, aber es ist ausreichend. Das Ding würde ich zum Beispiel furchtbar gerne auf Fulda machen. Rechts. Ja, verdammt, das Ding dreht sich nicht. Der kommt jetzt von hinten. Ja. Verdammt. Nein, das Ding da. Gott, der Dreis, ey. Die haben nichts verloren auf diesem Battle Rating. Mir geht gerade die Pumpe, ey. Ey, der Witzka. Puh. Ja, ich habe mich tatsächlich erstaunlich schnell gedreht, muss ich sagen. Weil das ist so ein Fahrzeug, der macht die Ketten auf jeden Fall schon, was, wenn du die schon hast. Okay. Ich glaube, das erste Mal, dass ich in dem Ding was gekappt habe. Sehr gut. Jetzt zecken sich die Feinde in der Mitte fest, wo wir natürlich nicht sind. Dieses Aufnahmeglück. Der Motor vom Sturm Emil klingt furchtbar. Das klingt, als würden zwei Steine übereinander schleifen. Das ist ja auch der Motor vom Emil. David, hast du hier einen Blick? Nö. Da ist ein Berg für mich dazwischen. Ich glaube, da kommt gleich was. Ja, irgendwas war da gerade auf der Karte. Ich habe aber hier im Blick. In die Richtung. Okay. Ich habe hier im Blick. Oh ja, da kommt sogar was. Natürlich kommt er zu dir. Aber er fährt nicht raus. Hat ihn vertrieben. Ja, und der Panzer 4 holt ihn sich jetzt. Wie schon vorhin gesagt, Panzer 4 müsste man sein. Mit der Artin KV-1. Alter. Ja. Das ist das typische Heavy Glück, was man aktuell hat. Gegen Arti. Warum spielen wir eigentlich gegen Italiener? Auf dem Battle Rating. Oh. Wo kam das? Oh, meine Kanone hat zu weit rausgeguckt. Ja. Verdammt, ich habe in den Boden geschossen. Sehr schön, danke. Also, in der Theorie her müsste der Schuss doch eigentlich abprallen müssen am Boden. Von der Theorie her hätten deine Splitter den zersieben müssen. Irgendwas anderes beschießt mich gerade noch. Ich weiß nicht von wo.
glaube von hinter mir, PC. Oh ja. David, wir sollten nicht beide in dieselbe Richtung gucken. Ja, ich seh ihn. Ja, ich auch. Ist ein BT. Ja, dann mach ich mal. Sehr schön. Dann hol ich mal C zurück. Ja, dann hol du mal C zurück. Aber wir müssen noch B und A holen. Mach ich heute einfach mal die Cap Piep. Wie viel Crew hast du noch? 3. Ah, ich hol mir jetzt noch 9. Verdammt, da ist ein M24. Oh ja, da hinten. Sehr schön. Den Schuss habe ich jetzt wiederum von dir sehr deutlich gehört. Oh, hier kommt was. Warte, hier ist ein T irgendwas oder ein KV, ich bin nicht sicher. Ich drehe mich um. Das war ein T-34. Okay. Alter, aus. Also hier kommt gleich Metern, was. Das ist 5 Metern durch die Frontplatte, das hat ihm weh getan. Oh ja, Asu hier, ganz weit vorne. D. Ich kann schießen jetzt gleich. Alter, dein Schuss ist einfach durchgeflogen. Ja. Wenigstens habe ich die jetzt mal mit einem Schuss gekillt. Ja. Die Dinger halten teilweise so viel aus. Ja. Aber ich habe die Kuh tatsächlich in Rot gefärbt. Und der Schuss ist durch beide Kuhmitglieder durchgegangen. Achtung, Fahrbomben. Nö. Party. Oh, ein R3. Wo ist denn hier ein R3? Bestimmt gerade gespawnt. Der ist in deren Spawn, ja. Wohin fährt der? Siehst du das? Der fährt gar nicht, er schießt ja Flugzeuge. Hm, okay. Also als ich das letzte Mal da war. Jan, geh mal B, Captain. Nee, Moment, da kommt gerade was. Ich komm nochmal mit der 110. Hast gesehen. Wir müssen jetzt aber wirklich mal was machen. Ja. Mal sehen, ob ich wieder die Gegner finde. Das wäre, glaube ich, cool, ja. Was ich habe, 2. Ach komm. Ach komm. Ja, ich habe mich gerade auf einem dieser Poller festgefahren. Oh, der hat aber. Jetzt kommt gerumst, mal. Kommt da was zu mir? Mein simples Problem ist, sobald ich mich umdrehe und der Arsch zum Gegner zeigt, kommt einer. Das ist doch normal, oder? Ja, also, natürlich ist das normal. Das ist doch immer so. Ich fahr mal. Guck mir mal B an. Ja, ich komm auch. Ich hab nur gerade die ganze Zeit einen Blick nach links. Au. Hast du gefangen? Ich hoffe, dass ich unser Jagdpanzer nicht kill. Bitte nicht. Ah, danke. Sehr schön. Steht der R3 immer noch im Spawn? Nee, da steht. Lol. Okay. ITP sauber. Ich glaube, der ist durch meine Bombe gestorben. Der steht, glaube ich, zwischen den Spawns und B. Okay. Also, ich weiß es nicht genau. R3 sind so ziemlich die Gegner, vor denen ich in so einem Ding am meisten Schiss habe. Ja. Das sollte man auch. Also ich meine, die lunzen halt einfach durch dich durch, selbst von vorne. Geht's dir noch gut? Ja, da ist ein T-34, hat einen Geschützverschluss rausgenommen. Er dir oder du ihm? Nee, ich ihm. Okay. Ja, ich fahr gleich mal von hinten ran. Zwei Kills und so weit unten. Mach ich das denn? Au, Flugzeug, au, au, au. Au, au, au. Ja, Flugzeug hat mich als seinen neuen Freund aus. Oh, natürlich ist jetzt was in C. Das ist so klar gewesen. Au, Flugzeug, lass den Scheiß. Ja gut, dann fahre ich wieder zurück, ne? Ah, verdammt, ich hab R3 verfehlt. Ja, ich setz, fahr weg, hier ist ein R3 jetzt in
B. Kannst du markieren? Wo ist der? Direkt in B drin. Also auf der Straße, nicht zwischen den Containern. Nee, der ist genau auf der Straße, ja. Bock in ein Flugzeug zu steigen, aber wir brauchen Panzer. Hab ihn. Ich steige jetzt auch nicht in den Max, sondern ich gehe mit dem KV-1 rein. Jo. Also ich cap B jetzt wieder, aber... Ja, ich versuche noch, ob ich schnell möglichst zu C komme, das glaube ich zwar. Ah ne, wir holen gerade A, vielleicht geht das noch. Und das au, okay. Wow. Bei mir ist ein T-34, den ich auch wieder nicht gehört habe. Wahrscheinlich also, der, den ich eben den Geschützverschluss gezogen habe, der sich repariert hat. Vermutlich. Ja, gemein. Was hält denn der sture Emil aus? Nee, doch. Doch, der kann schon ein bisschen was einstecken. Okay. Also ich habe jetzt 3 Schüsse seitlich gefressen. Au, da war ja noch was. Das sind 3 Gegner bei B. So, ich hoffe, dass ich jetzt noch rechtzeitig komme. Ich komme mit der Uhu, damit kann man ja einiges schreddern. Ich komme Sturmpanzer 2. Die Motivation ist schon wieder riesig. Ja, was soll ich denn dann machen? Wait, what? Da war gerade eine Markierung auf dem Wasser. Okay. Das hier ist by the way, so eine Map, wo du definitiv alle 3 Waffenklassen miteinander kämpfen lassen könntest. Ja. Wäre sogar ziemlich cool. C wäre dann halt saugefährlich. Das stimmt, ja. Oh. Wow. Ich wurde meine Abschlusshilfe betrogen. Beste Staffel, wie dann auch so. Wie immer, das ist. Wie kann man denn mit 3 Kills unter 1000 Punkte gehen? Das hatte ich, glaube ich, noch nie. Du halt einfach mit One-Shot. Ja, gut. Das ist. Nebeltöpfe. Wie sieht denn das beim Sturm Emil aus? Hat er denn so Single-Drop-Nebeltöpfe oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe es, glaube ich, noch nie benutzt. Ist halt auch nicht schnell genug, ne? Naja, und wenn dich jemand immobilisiert, dann hilft dir das eh nicht mehr. Ja. Meistens. So, Spiel, jetzt bitte irgendeine Map, wo man sich auf die Distanz irgendwo hinstellen kann. Ja, ist schon nicht schlecht, aber falsche Seite. Ich hätte lieber die andere. Entweder ganz nach oben oder ganz nach unten. Ja. Ich bin gerade überlegen, ob ich mich bei D5 hinstelle. D5, so, da. Ja, da haben wir ja quasi unseren Sniper-Hill. Ja, das ist... Ja, den Spot mag ich aber nicht so irgendwie. Ja gut. Also wir können es probieren, aber... Ich mag den Spot auch nicht. Ich mag den auf der anderen Seite lieber. Ja. Also, yes. Fahren wir da hin, oder? Ja, komm, mach mal. Gut. Aber ich glaube, für 3 Leute ist da kein Platz. Nee, ich fahre dann hoch und fahre in den Wald. Du bist eh viel schneller. Du bist ja ausgebaut. Ja. Du sagst... Denkst du, für 2 Leute ist da Platz? Ja, 2 geht noch. Zumal, man kann sich also einmal hier und einmal hier positionieren. Ich stelle mich da rechts hin. Was ist denn heute los, dass wir die ganze Zeit halt hier sind? Ja gut, das ist halt, weißt du, wir fahren jetzt schon so, ich sag mal, dem Matchmaking ausgelieferte Fahrzeuge, da dachte sich das Spiel, ist das mal nett zu uns. Alter, als ich die Dinge ausgebaut habe, war 5-7 einfach das Ding. Oder ja. 5-3. Eigentlich ist es interessant, weil die meisten Deutschen ja 5-3, 5-7 fahren. Ja, deswegen. Vielleicht ist es zu früh, vielleicht schlafen die noch alle. Stimmt, die guten Spieler kommen eigentlich erst nachmittags, abends raus. Ja. Warum sind wir hier? Wir sind keine guten Spieler. Wir wollen auf die schlechten Spieler treffen, damit wir gutes Videomaterial machen können für euch Zuschauer. Fair enough. Hat einer von euch im Kopf, wie weit das darüber ist? Nö. Nö. Oh verdammt, da ist ein R3. Ja, der fliegt gerade. Für mich. Da ist schon was in B. Wahrscheinlich auch ein R3, oder? Oder ein Sarg. Einige sind ja bei uns. Dieses Matchmaking schon wieder von den Optionen. Ja, das ist das neue realistisch. Achso, ja. Nein. Realistisch ist tot.
Oh. Gleiskette. Steht still. Zwischen 1000 und 1100. Okay. Das wird zu kurz, glaube ich. Okay. Ja, eher 1200, sorry. Ja, ich habe auch nicht mit dem Entfernungsgedöns da, sondern einfach rüber nach Gefühl. Okay. Ja, das mache ich aber häufig auch. Also vor allem, wenn man eine Kanone kennt, aber die kenne ich noch nicht hier. Ich auch nicht. Ich habe es ganz schlau gemacht. Ich habe den Entfernungsmessknopf auf denselben Knopf wie den, wo ich mich umsehe, mit. Und jetzt weiß jedes Mal, wenn ich mich umsehe, rangt der schon mal automatisch. Sehr gut. Und wenn ich dann reingehe, habe ich schon da schon die Zahl halt stehen, die ich schießen muss. Da bist du ein ganz schlaues Kerlchen. Manchmal schon. Ja. Ich hätte gerne einen Laser-Rangefinder. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oh, sehr wird angenommen, das ist wahrscheinlich der R3. Sehe ich irgendwas? Nee, von mir aus. Obwohl, doch, ich sehe was. Hier. Ja, der Spot hier ist echt nicht so gut. Ich muss die ganze Zeit rumfahren, um in die verschiedenen Richtungen zu schießen. Abs. T34. Okay. Ja, der Spot hier ist der bessere. Also, sorry, ne? Ja, alles gut. Ist ja dein Video. Das Geile ist, du kannst halt auch Sniper-Spot darüber gucken von hier. Oh nein, Flugzeug, lass mich in Ruhe. Was? War das von uns? Tja, jetzt haben wir zwar den guten Spot, aber es kommen keine Gegner raus. Gib mir in dem Ding noch ungefähr 500 Horsepower mehr und ich mache aus dem Ding einen Sturmpanzer. Du kannst auch vorne noch eine dicke Panzerplatte dran machen. Ja, sonst nur eine angeschrägte Platte vorne drauf. Ja. Da. Da? Fährt der nach links oder nach rechts? Der steht. Sehe ihn nicht. Verdammt. Da? LOL! Ich hab übers Haus gelupft. Nice. Und ich hab ihn nicht mal direkt getroffen. Das war Overpressure. So Leute, dafür in die Kommentare ein geiler Schuss bitte. Danke, danke. Ich will nicht immer selber betteln. Nee, dafür hast du uns ja dabei. Warte, jetzt muss ich mich revanchieren. GJ Chris abonnieren. So voll gezwungen, so verdammt, jetzt muss ich mich revanchieren. Ja, auf jeden Fall, mache ich voll ungern. Du bist ja, ich meine, der bessere Spieler von uns beiden. Ich bin der mit den Memes. Das stimmt. Das raff ich bis heute nicht. Was? Also bis jetzt... Also ich würde sagen, wir haben die voll genutzt. Wie unser Team da einfach rübergerollt ist. Wir sind nicht beste Staffel. Wir brauchen noch eine Auszeichnung. Toll, David. Kill mal irgendwas. Ja, du killst ja alles weg. So. Ich push jetzt. Ich hab meinen Soll auch getan. Wie das Flugzeug? Ja, David, hol das Flugzeug runter. Schade. Was ist er denn? Ich meine, die 12.8er war auch eine Flak, also. Aber nicht in dem Fahrzeug, glaube ich. Nee. Ich hätte generell viel mehr oder gerne viel mehr von den deutschen Flak-Fahrzeugen mit den dicken Kanonen, solange sie halt gescheite Flak-Munition kriegen. Ich glaube, das wird das Problem sein. Er kommt. Oh, ich glaube, ich habe ihn sauer gemacht. Ja. Passt schon.
Beitrag erst abbekommen. Das war so lustig. Ich guck ihn an, der guckt mich an, ich sage diesen Satz und der dreht auf dich ab. Hast du dich bewegt oder hast du stillgehalten? Ich habe mich extra hinter das Haus gestellt. Das war der Fehler. Ich bin ihm entgegengefahren auf offenem Feld. Ich habe ihn eingeschüchtert. Ja, aber die Pusi ist ziemlich nice. Was ist das denn? Alter, der Ostwind klingt ja übel, wenn die Granaten an dir vorbeizischen. So. Ja, das. Alter! Oh, und wie ist was? Okay, dann hör ich auf. Letzter Versuch, sich aufzubäumen. Schmeiß mal Arti in B. Hab ich nicht. Ist denn auch nicht ausgebaut? Nicht ganz, nee. Ich auch nicht. Ich mag die deutsche 37er nicht als Flak. Ich mag den Ostwind 2 richtig gern, aber den 1er... 1er ist Grenzer dagegen. Schöner Hüpfer. Also mit dem Ding ist es echt schwierig hochzukommen. Also, haha. Ja, also mit 3 Kills, du one-shottest halt alles. Ja, das stimmt. Aber war noch okay. War keine Null-Kill-Runde. Ich habe Gutscheine geschenkt bekommen. Yay! Ja, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Ich glaube, ich baue das Ding mal aus und dann teste ich es nochmal. Gerne weitere Vorschläge in die Comments oder auf dem Discord. Auf dem Discord habe ich sie halt immer direkt vor der Nase, weil, ja, der Channel verschwindet nicht. Also kommt auf den Discord, wir beißen nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Tschüss.